Hallo, werte Surfer. Willkommen zurück. Nein, nicht zurück. Willkommen zu einem neuen Let's Show. Ihr seid ja gerade erst da. So, komm geht's. 12 Labors of Hercules, Teil 2. The Cretan Bull. Also heute der kretische... Was ist kretisch? Der kretische Bulle? Der Bulle aus Kreta halt, ja. Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert. Auch hier, ich habe bereits reingespielt. Wo ist denn jetzt der Start? Da. Auch hier wieder, erstes Level habe ich durch, kennt ihr vom vorigen Let's Show. Ein paar Sachen haben sich geändert, da werde ich drauf eingehen. Auf alles andere, was gleich geblieben ist, mal einfach nicht, da werden wir ein bisschen spielen. So, wir haben hier rechts weiterhin unsere Anzeige. Wie viel Essen, wie viel Nachschub, wie viel Gold. Zeitfenster ist gerade hier weg, sehe ich. Aber ich glaube, das ist vielleicht nur für dieses Level. Da, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er später noch. Der Zyklop, der die Schäfchen hütet. So, also ihr seht, ne? Erstes Level, nein, erste Aufgabe, erstes Level war wieder entferne den Felsen. Na los? Achso, die Farm ist schon gebaut, ich Idiot. So, wir starten direkt wieder mit 2. Haben wir vorhin auch schon. Das hier ist neu. Wir können ja einen Außenposten bauen. Das machen wir auch direkt mal. Immer starten, bis der Bau eines Außenposten begonnen hat. Vorher die Leute nicht irgendwo anders hinschicken, sonst werden die Aufgaben oft mal in einer anderen Reihenfolge abgearbeitet. Was heißt der Außenposten? Ihr seht es gerade. Bei dem Außenposten ist es so, dass dann unsere Diener die Materialien nicht mehr bis zum Haupthaus zurücktragen müssen, wenn sie in der Nähe des Außenpostens sind. Was bringt das? Das bringt uns natürlich eine Zeitersparnis, weil die Wege zum Haupthaus oft mal relativ lang sind und so müssen sie dann wirklich nur bis zu diesem Außenposten zurücklaufen. Wobei, es heißt Außenposten, ich finde das Wort Lager eigentlich besser, aber es heißt halt Außenposten. Und ihr habt vielleicht auch hier gerade gesehen, dass unsere Diener auch in dem Außenposten unterkommen können. Nicht nur die Materialien dahin bringen, sondern selbst auch reingehen können. Was dann nochmal die Wege verkürzt. Ja, sie müssen es also nicht nur da... also es reicht nicht nur... Nein, das will ich... Wie soll ich es denn am besten formulieren? Es ist nicht nur eine Hilfe, dass die Materialien ins Lager gebracht werden, sondern es ist eine doppelte Hilfe, dass die Diener auch im Lager bleiben. So, was fehlt uns hier? Zwei Materialien für die Farm. Ich habe immer noch keine Zeitleiste, ne? Ein wenig komisch. Aber dann gehe ich halt, wie gesagt, davon aus, dass sie später kommt. Kann ja gar nicht sein, dass es keine gibt. So, haben wir jetzt alles? Jo. Oh, da haben wir noch mehr. Das sind insgesamt 3 Felsen, ja? Na gut. Dann heißt es jetzt an dieser Stelle tatsächlich einfach nur noch Essen sammeln. Ich setze dann schon mal Fähnchen hin, ja, dass sie automatisch laufen. Und dann können wir einfach Herkules dementsprechend losschicken, sobald das Essen da ist. So, Fähnchen setzen. Geht alles schnell. Das Schöne ist ja wirklich, dass sie dann sobald das Essen auftaucht, automatisch hinlaufen. Seht ihr hoffentlich. Oh, hab schon genug zusammen. Gar nicht gesehen. Fertig. Yay. Hercules. Yay. Ja. So, und hier könnt ihr vielleicht das mit dem Puzzle sehen, was ich im letzten Teil gesagt habe. Hier habe ich das Puzzlestück gefunden. Das ist da nämlich drüber. Glaube ich. Oder ist es hier der... Ach nee, ich spiele im Relaxed-Modus. Habe ich gerade gesehen. Wahrscheinlich gibt es im Relaxed-Modus deswegen keine Zeitanzeige. Ja. Das wird sein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, in welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Ich habe halt um das Spiel... Oder meistens mache ich das, wenn ich komplett unbekannte Spiele einmal einfach mir nur ansehen möchte, ob die Spiele was für mich sind.
Dann spiele ich halt rein, so vielleicht halbe Stunde oder sowas, ja. Einfach damit ich weiß, ist das ein Spiel für mich. Und damit ich dann nicht irgendwie mega frustriert bin oder nicht weit komme, weil ich möchte ja weit kommen, um zu sehen und entscheiden zu können, ob das ein Spiel für mich ist, reduziere ich den Schwierigkeitsgrad. Scheinbar habe ich das hier bei Teil 2 auch auf dem einfachsten gemacht, gespielt meine ich. Und der einfachste scheint dieser relaxte Modus zu sein. Und den habe ich jetzt auch drin. Das wird dann wohl die Erklärung sein. Ja. Ich glaube, irgendwas wirklich Neues kann ich euch so noch nicht zeigen. Wobei es gibt, ja, bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es in Teil 1 nicht vielleicht später auch kommt. Also, man hat hier, wie soll ich sagen, man kann sich noch Unterstützung holen pro Level. Hier ist es so, dass hier der Hund Cerberus, oder auch Cerberus, teilweise genannt, der liegt da gerade rum, ja. Und wir müssen Knochen für ihn sammeln, seht ihr ja da oben. 2 von 3 haben wir schon. Hier ist der 3. Knochen, den holen wir uns jetzt. Und jetzt können wir die Brücke reparieren. Das machen wir auch direkt, damit Cerberus da rüber kann. Na? So. Jetzt holen wir Cerberus einmal. Das heißt, ich würde mal sagen, wir zähmen ihn. Oder wir aktivieren ihn, was auch immer. Und jetzt können wir mit Cerberus nämlich hier den Geist vertreiben, wenn wir genügend Gold haben. Jetzt haben wir auch genügend. Also, mach dich mal auf den Weg, Cerberus. Und heul mal den Geist an, sozusagen. So. Nun ist der Geist vertrieben. Nun können wir hier rüber. Im Grunde ist das ja nicht wirklich ein großer Unterschied zu Teil 1. Ob ich jetzt eine Brücke repariere oder und dann irgendwie rüber kann. Oder ob ich einen Geist vertreiben muss und dann rüber kann. Ist ja vom Prinzip her nicht anders. Aber dadurch, dass wir eben ja so kleine Gefährten als Unterstützung haben, finde ich, kommt noch ein bisschen mehr Abwechslung rein. Weil ansonsten ist das Spiel natürlich schon auch in sehr vielen Dingen pro Level immer relativ gleich. Ne? Schicke deine Diener aus, baue irgendwas, sammle irgendwas, sieh zu, dass du alle Aufgaben löst und dann hau ab. Die Herausforderung muss man sich dann wahrscheinlich über den Schwierigkeitsgrad suchen. Wir können das ja mal eben gucken, was wir haben. Relaxed, Casual und Experte. Casual ist normal. Gut, wir nehmen mal Casual und starten mal. Ah, dann haben wir auch eine Zeitleiste. Also doch. Dann lag es tatsächlich am relaxten Modus, warum wir keine Zeitleiste hatten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also den relaxten Modus ohne Zeitleiste und so, den gab es in Teil 1 nicht. Habt ihr ja gesehen. Ich hatte ja schon auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad fürs Let's Show gespielt. Die hier, die klauen das Material. Habt ihr das vielleicht gesehen? Vielleicht. Hoffentlich. Keine Ahnung. Ich glaube, dass es diesen relaxten Modus in Teil 3 auch nicht mehr gibt. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Bis jetzt sind tatsächlich von diesen schon von mir im vorigen Let's Show angekündigten 12 Teilen 3 erschienen. Wo hänge ich gerade? Gold fehlt. Essen fehlt. Na gut, das haben wir ja wieder. Diese hier, die Diebe, da können wir auch so wirklich und richtig nichts dran machen. Habe ich mir jetzt irgendwie gerade tatsächlich den Weg verbaut, ja? Weil ich kann gerade nichts machen. Ah, da liegt noch Holz rum. Gut, Holz und Essen kann ich holen. Dann habe ich mir auf jeden Fall den Weg nicht verbaut. Aber ich muss gerade ein bisschen warten, weil ich tatsächlich, ja, ein bisschen zu schnell war. So würde ich es jetzt mal sagen. Gegen die Diebe kann man später etwas machen. Momentan nichts. Du wirst halt einfach nur gucken, dass wir so schnell es geht unser Zeug abholen, damit diese Diebe uns das gar nicht, ja, gar nicht wegstehlen können. Das ist alles, was wir gerade machen können. Gegen die Diebe.
Ja, ich habe mich tatsächlich in eine kleine Sackgasse gespielt. Also eine kleine, ja. Damit will ich sagen, wir sitzen nicht fest. Wir können auf jeden Fall weitermachen. Aber ich habe zu viel, zu schnell hier gerodet. Ich brauche jetzt das Gold, ansonsten komme ich einfach nicht vorwärts. Gott sei Dank haben wir hier die drei Supply Drops, sodass wir diesbezüglich zumindest schon mal weitermachen können. Auch wenn wir immer warten müssen. Warten, bis wieder was Neues da ist. Aber so ist das halt dann. Ja, ich habe gerade versucht, da mit den Rosen irgendwas zu machen und rumzuklicken, aber da lässt sich gerade nichts tun. Oh, da haben wir noch Essen rumliegen. Ich sollte erstmal hier das Gold holen, denke ich. So. Damit ich hier auch diese... Was ist denn das? Ah ja, ich muss irgendeine Spur finden. Habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Damit Kerberus zumindest daran schnüffeln kann. Dafür fehlt uns noch 3 Gold. Ah, und dafür müssen wir erst wieder hier den letzten Teil des Weges bauen. Also, ihr seht, klicken, klicken, klicken. Darauf kommt es hier bei den Herkules-Spielen an. Klicken, klicken, klicken. Komm, Kerberus, dann schnüffel mal. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen vorwärts. Es ist auf jeden Fall ein Gewusel. Also es ist nicht so ein Gewusel, wie man das von irgendwelchen Siedlerspielen kennt. Aber wuselig ist es auf jeden Fall. So, ich brauche nachher hierfür Gold. Dann muss ich wohl da mal hin, ne? Sonst sehe ich ja nirgendwo Gold. Ich sehe auch keine Goldmine momentan. Ich bleib jetzt mal hier drauf konzentriert. Hol mir Materialien, denn ich möchte die Farm upgraden. Also den Bauernhof. Oder vielleicht doch eher den Workshop? Na, wir graden mal den Workshop. Graden mal den Workshop ab. Genau. So, jetzt haben wir das Ding geklaut. So, jetzt findet der nächste Arme. Haha. Ne, wir verbessern mal den Workshop. Haben wir auch gerade gemacht. Jetzt bekommen wir nämlich gleich 2 Holz statt einem. Habt ihr vielleicht auch gesehen, dass da dann so 2 Holzbalken liegen statt einem. Da. Gesehen? 2 statt einem. Wir können die Farm auch upgraden, damit da eben 2-mal Käse sozusagen rauskommt, statt einem Stück Käse. Wir brauchen dafür noch 4 Materialien. Ich dachte, die hätten wir jetzt. Ich will das gerade nicht verschwenden, weil ich will die upgraden. So. Dann können wir mit dem Sand da unten weitermachen. Alright. So, war eigentlich gar nicht mehr notwendig, sehe ich. Doch, wir müssen den Felsen noch wegmachen. Naja. So, da ist das größere Stück Käse, habt ihr vielleicht gesehen. Weil wir abgegradet haben. Wäre nicht notwendig gewesen. Ne? Definitiv nicht. Ich brauche Gold. Und nur 3 Gold. Hm. Habe ich überhaupt die Möglichkeit? Ah ja, dahinter. Ah, da liegt noch Gold. Hinter dem Felsen. Gott sei Dank. Auch hier, die Farm upgraden, alles nicht notwendig. Muss nur noch das Gold holen. So, Gold holen. Und jetzt kann Kerberus hier schnüffeln. Und dann sind wir mit 1.4 auch durch. Das heißt, das Upgraden wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber man kann es ja auch Spaß mal einfach machen. Okay. So. Ich würde sagen, auch hier, ne? Teil 2 fürs Let's Show soll es das mal gewesen sein. Ihr habt es ja gesehen. Und im Grunde läuft es nicht viel anders als das erste Spiel. Und ja, so sieht das zweite aus. Minimale Änderungen, ansonsten läuft es wie Teil 1. Mir macht es nach wie vor weiter Spaß. Also, auf zu Herkules Teil 3.